Seit 2006 untersucht das EU-Parlament die Nutzung der europäischen Staaten durch die CIA für die Beförderung und das rechtswidrige Festhalten von Gefangenen. Laut Pressemitteilungen des EU-Parlaments gibt es manche EU-Staaten, die im Kampf gegen den Terrorismus Menschenrechte missachtet haben sollen. Auch die Untersuchungen der EU-Abgeordneten wurden behindert. Die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen ist am 26. Juni 1987 in Kraft getreten. Laut diesem internationalen Menschenrechtsabkommen werden Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vollständig und ausnahmslos verboten. Im April 2015 hat sich die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte mit dem Hauptsitz in Wien bei der Internationalen Konferenz zum Thema Menschenrechte und der Haftbedingungen in der EU beteiligt. Bei der Veranstaltung wurden die EU-Maßnahmen zu nationalen Präventionsmechanismen gemäß dem UN-Übereinkommen gegen die Folter beleuchtet. Auch die menschenrechtlichen Standards in der Sicherheitspolitik in der EU haben sich grundlegend verändert. Aus diesem Grund sind die Evaluierungen von Sicherheitsgesetzen unter dem Aspekt des Rechtsstaatlichkeitsprinzips und der Vereinbarkeit mit den Menschenrechten sowie der Anregung aus menschenrechtlichen Perspektiven sehr wichtig. Insbesondere in Krisenzeiten zeigt sich deutlich, dass die Einhaltung der Menschenrechte sehr wichtig ist. Katja Andrusch von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte hat uns über die verschiedenen Projekte, Berichte und über die neu geplanten Tools bezüglich der menschenrechtlichen Aspekte in der EU berichtet. Wir haben über die aktuellen Themen wie Migration im Kontext der Sicherheit, über die Auswirkungen auf Radikalisierung, über die Situation der Minderheiten und die Diskriminierung, über den verbesserten Zugang zu der Justiz in der EU und über vieles mehr gesprochen. Die Grundrechteagentur ist 2007 entstanden, um verschiedene Menschenrechtsverletzungen bzw. die Situation der Menschenrechte in der EU zu untersuchen. Und dazu sammeln wir Daten in verschiedenen Menschenrechtsfeldern, zum Beispiel Datenschutz, Rassismus, ganz viele verschiedene, Zugang zur Justiz zum Beispiel. Und sie werden dann weiterverwendet von den EU-Institutionen und auch von den EU-Mitgliedsländern, um die Situation zu verbessern. Ich arbeite im Kommunikationsabteil und bin stellvertretende Sprecherin der Agentur. Ein wichtiges Thema ist die Problemlösung, was die Situation der Migration in der EU betrifft. Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge und Migranten an den EU-Grenzen steigt dramatisch an. Laut den neuesten überarbeiteten Prognosen müssen wir weiterhin mit größeren Migrationsströmen rechnen. In Griechenland kamen über 158.000 Menschen an, in Italien ca. 104.000, in Spanien über 1.900 und in Malta waren es 94 Menschen. Der größte Anteil der nach Griechenland gekommenen Flüchtlinge und Migranten sind Syrer mit 82%, Afghanen mit 14% und Iraker mit 3%. UNHCR warnt seit Monaten vor der zugespitzten Flüchtlingskrise auf den griechischen Inseln. Wie sieht die Lage der Menschenrechte an den Grenzen der EU aus? Es gibt natürlich viele Schwierigkeiten, besonders im Moment im Zusammenhang mit den Menschenrechten an der EU-Grenzen, besonders an den südlichen Grenzen der EU, Mittelmeer.
Das haben wir gesehen, das haben wir geforscht in der Grundrechteagentur. Wir haben jetzt 3 Berichte insgesamt rausgebracht zu dem Thema. Der erste ging um Menschenrechte und die Situation der Menschenrechte an der südlichen Seegrenze der EU. Und dann kamen die Menschenrechte in Flughäfen und an den Landesgrenzen. Und das waren immer in verschiedenen Ländern. Und da hat man gesehen, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt, auch bei dem Empfang von den asylsuchenden Migranten überhaupt, die in die EU einreisen. Es gibt natürlich viele Leute im Moment, die einreisen. Beispielsweise Italien und Griechenland haben im Moment, ja, also sind überstrapaziert. Nichtsdestotrotz ist es notwendig, die Menschen würdig zu behandeln. Und sie müssen eine Grundversorgung bekommen. Also sie müssen Wasser bekommen, sie müssen Essen bekommen. Wenn sie psychologische Hilfe brauchen, dann sollten sie das auch bekommen. Also es gibt verschiedene Sachen, die einfach nicht weggelassen werden können. Und wenn es der Fall ist, dass in einem Land oder an einem Ort das nicht mehr möglich ist, einfach weil so viele Leute kommen und es nicht genug Menschen gibt, die da arbeiten oder mit ihnen zusammenarbeiten, dann muss was getan werden. Da komme ich darauf zurück. Migration ist ganz hoch auf dem Agenda in der EU und es ist eine sehr wichtige und komplizierte, schwierige Sache. Wir brauchen offensichtlich Lösungen. Sie müssen aber ganzheitlich sein und umfassend. Wir sagen hier in der Agentur, sie müssen holistisch sein. Am 22. September 2015 hat die EU-Kommission einen Beschluss über ein Verteilungsprogramm für 120.000 Flüchtlinge aus Ungarn, Italien, Griechenland und aus anderen Mitgliedstaaten erlassen. Laut UNHCR werden für diesen Zweck großflächige Aufnahmestellen für die Notsituationen nötig. Die Registrierungsmaßnahmen müssen erfolgreich abgeschlossen werden. Das Grenzmanagement soll konform der nationalen, der EU und der internationalen Gesetze und Abkommen durchgeführt werden. Gleichzeitig spricht er sich für harte Maßnahmen gegen Schlepper bzw. gegen Menschenschmuggler aus. UNHCR hat auf die dringende Bekämpfung der Fluchtursachen hingewiesen. Laut den neuesten, überarbeiteten Prognosen müssen wir weiterhin mit größeren Migrationsströmen rechnen. Hier sehen Sicherheitsexperten eine erhöhte Gefahr, da auch IS-Kämpfer die gleichen Migrationsströme benutzen können, um nach Europa zu kommen. Wie kann man sie erkennen? Gibt es hier ein Profiling und welchen Einfluss hat dies auf den Radikalisierungsprozess in der EU? Es ist auch Tatsache, wenn man die Terrorattacken, die Attentate in der EU in den letzten Jahren anschaut, da gibt es kein Profil von dem Terroristen. Es gab der NSU-Fall in Deutschland, das war ein Rechtsextremen. Es gab den Fall Breivik in Norwegen. Und jetzt in diesem Jahr bei den Fällen in Paris beispielsweise oder später in Kopenhagen, wo die Täter im Namen einer Religion getan haben, sie waren EU-Bürger, sie sind nicht gerade eingereist, die sind in der EU aufgewachsen. Und das zeigt uns erstens, dass das nichts mit Migranten zu tun hat auf der einen Seite und mit Schutzbedürftigen, dass man abschotten sollte, dass man Schutzbedürftige nicht einreisen lassen sollte. Auf der anderen Seite zeigt es uns, dass Integration ein Schlüsselfaktor ist und sehr wichtig. Und dass Integration von Migranten, von ihren Kindern und Kindeskindern teilweise versagt hat. Also wir haben, die EU-Staaten haben damit teilweise versagt und da müsste man auch was tun. Und wir recherchieren gerade in diesem Bereich zu demokratischer Partizipation, die Teilnahme von Migranten und Migrantenkinder und ihre Kinder in der Demokratie in Europa zu schauen, was da klappt, was nicht klappt und ob die EU-Mitgliedsländer voneinander lernen können, was in einem Land vielleicht funktioniert, wo das anderswo vielleicht funktionieren könnte.
Gewalt hat viele Formen. Die Gewaltbereitschaft in Flüchtlingsunterkünften nimmt zu. Die Verletzung der Menschenrechte betrifft auch die Flüchtlingsfrauen, die in Unterkünften und Flüchtlingslagern untergebracht sind. Auch die Kinder sind dieser Gefahr ausgesetzt. Laut dem Deutschen Institut für Menschenrechte weist der Gewaltschutz in den Flüchtlingsaufnahmeunterkünften erhebliche Defizite auf. Hier fehlt auch ein Gewaltschutzsystem und ein Beschwerdemanagement. Diese Zustände dürfen nicht verharmlost werden. Sie sind absolut inakzeptabel. Die polizeilichen Befugnisse in Flüchtlingsunterkünften müssen rechtlich geregelt werden. Ein anderes Problem betrifft die Akzeptanz der Frauenrechte in Deutschland. Die aus männerdominierten Ländern stammenden männlichen Flüchtlinge, welche die Mehrheit in den Lagern bilden, respektieren die Frauenrechte nicht. Das Problem betrifft nicht nur die Frauen und Kinder in den Flüchtlingsunterkünften, sondern auch die hier heimischen Frauen. Aus diesem Grund unterstreicht die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes die Notwendigkeit der Durchsetzung der Frauen- und Kinderrechte in Unterkünften. Das ist ein wichtiger Teil des Integrationsprozesses. Die Nichteinhaltung der Grundrechte und Kulturgemeinschaft ist nicht nur integrationshemmend, sondern vermindert auch die Resistenz gegenüber dem Radikalisierungsprozess, was zum Extremismus und Terrorismus führen kann. Die Rechte von Drittstaatsangehörigen, die in die EU einreisen oder sich hier aufhalten, werden häufig missachtet. Werden sie häufiger kontrolliert oder einer diskreten Überwachung unterzogen? Existiert auch ein Profiling dafür? Kann das Profiling, wenn es zu Diskriminierung führt, Auswirkungen auf einen Radikalisierungsprozess haben? Es gibt wieder nichts Falsches dabei, ein sogenanntes Profiling zu machen, um zu schauen, ob man Verdächtigte so findet, um sie aufzudecken. Das Problem ist, wenn das Profiling diskriminierend wird. Und das passiert, wenn man ein Profiling macht, nur oder überwiegend auf Basis der ethnischer oder religiöser Herkunft einer Person. Und leider passiert es relativ oft, beziehungsweise zu oft in der EU im Moment. Wir haben selber in einer Umfrage von tausenden Menschen, 2008 haben wir mit Leuten mit einer anderen ethnischer oder religiöser Herkunft, haben wir eine Umfrage gemacht und haben dabei festgestellt, dass 40% der Muslimen, mit denen wir gesprochen haben, die von der Polizei angehalten worden sind in einem Jahr vor der Umfrage, das Gefühl hatten, das wäre nur wegen ihrer religiösen oder ethnischen Herkunft. Das heißt praktisch, dass sie angehalten worden sind von der Polizei, nur weil sie Muslimen sind. Das ist natürlich inakzeptabel. Es ist auch nicht hilfreich. Es bekämpft die Gefahren nicht, es hilft der Sicherheit nicht in der EU und gleichzeitig hat es eine sehr negative Auswirkung, weil wenn man eine ganze Gruppe, eine ganze Minderheit, eine ganze Gemeinde das Gefühl gibt, dass sie nur auf Basis ihrer ethnischen oder religiösen Herkunft angehalten werden oder verdächtigt werden, kann das eine Auswirkung haben, dass sie weiter entfremdet werden. Und das kann verheerende Auswirkungen haben. Das kann eben dazu führen, dass sie vielleicht irgendwann mal später offene sind für Radikalisierung, was natürlich niemand haben möchte. EU-MIDIS II ist ein Bericht der Agentur der EU für Grundrechte über die zweite Datenerhebung zu Minderheiten bzw. zur Diskriminierung der Minderheiten in der EU. Diese Umfrage von Minderheiten in der EU ist das erste Mal 2008 durchgeführt worden. Und jetzt sind wir eben dabei, das ist das erste Mal in der Geschichte der EU-Grundrechteagentur, die eine sehr junge Agentur ist, Organisation, machen wir die gleiche Umfrage ein zweites Mal. Die Fragen sind nicht alle gleich, aber sie sind vergleichbar und das ist sehr wichtig, weil wir damit einen Vergleich
über die Zeit haben, also wie die Politik weitergekommen ist, wie die Maßnahmen, die vor 5 Jahren ergriffen worden sind, was für eine Wirkung sie gehabt haben, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Und wir werden über 20.000 Minderheiten in der ganzen EU, also alle 28 Mitgliedsländer, werden wir Leute fragen zu ihren Erfahrungen von Diskriminierung, Menschenrechtsverletzungen, Hasskriminalität und auch darüber, ob sie ihre Erfahrungen gemeldet haben bei der Polizei, wenn nicht, wieso nicht. Und wir werden dadurch ein ziemlich genaues Bild, so genau wie es möglich bekommen, wie die Lage ist. Und damit im Zusammenhang ist es auch sehr wichtig zu erwähnen, dass bald noch nicht, wir fangen bald damit an, werden wir das erste Mal eine Umfrage machen in der Mehrheitsbevölkerung. Und manche Fragen werden ähnlich sein wie die in der Minderheitsumfragen. Und deshalb werden wir da wirklich sehen können, inwiefern die Mehrheitsbevölkerung ähnliche oder doch nicht ähnliche Erfahrungen haben wie die Minderheiten, die in ihren Ländern leben, zu Grundrechtsverletzungen und so weiter. Und das wird uns ein sehr besseres Bild geben. Da können wir viel besser schauen, wo wir da agieren sollen und wie tief Vorurteile sitzen bzw. nicht sitzen in der EU. Das Clarity-Pilotprojekt hilft bei der Entwicklung eines wichtigen Online-Informationstools für die EU-Bürger. Der Name ist ein Akronym und heißt in der Übersetzung Ihr Zugang zu Informationen über Beschwerden, Rechtsbeistand und Rechte. Das Clarity-Projekt der EU-Grundrechteagentur ist dafür gedacht, dass die Bürger manchmal nicht wissen, zu wem sie gehen sollen. Wenn sie merken, das Gefühl haben, dass ihre Menschenrechte verletzt worden sind, sie wissen nicht mal, zu wem sie gehen sollen, sogar wenn sie das melden möchten. Und dieses Projekt ist ein Tool, ein Instrument, das den Leuten helfen sollte, die richtige Person, die Hilfsperson zu finden. Ob das eine Gleichbehandlungsstelle ist, eine Menschenrechtsstelle, Ombudsstelle. Da es seit Jahren Kritikpunkte und Beschwerden über den schwierigen Zugang zur Justiz in Europa gibt, ist ein Entwurf eines Handbuchs zum Zugang zur Justiz in der EU geplant. Am 2. Juni 2015 hat die Agentur einen Bericht über die schwerwiegenden Formen der Ausbeutung von Arbeitnehmern aus anderen EU-Mitgliedstaaten, aus Drittstaaten, die in der EU arbeiten, vorgestellt. Die schwer betroffenen Branchen sind das Bauwesen, das Gastgewerbe und die Reinigungsbranche. Der Bericht beinhaltet Empfehlungen über eine Kurskorrektur und Kontrollen, die in allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden müssen. Ein weiteres viel diskutiertes Thema ist die Einführung der PNR-Systeme sowie die EU-Datenschutzvorschriften für den Datentransfer. Es gibt erstmal gibt es auf jeden Fall Bedenken bezüglich der Grundrechte, wenn man von jeglichen PNR-System spricht. Im Moment gibt es in den meisten EU-Mitgliedsländern eher ein die befürworten eher die PNR-System. Im Europaparlament ist das anders, da gibt es eine leidenschaftliche Debatte, ob das richtig ist oder nicht. Wenn die EU-Mitgliedsländer sich dazu entscheiden, sagen wir nur, dass sie das wirklich anschauen müssen, ob das System menschenrechtskonform ist. Besonders nachdem der EU-Gerichtshof letztes Jahr die Richtlinie zur Datenvorratsspeicherung für ungültig erklärt hat, muss man da sehr sorgfältig vorgehen. Und man muss sich auch bedenken, dass jede Art PNR schon eine Art Überwachung ist. Das ist nicht zu sagen, dass jede Art Überwachung schlecht ist von vornherein, aber man muss da sehr sorgfältig schauen, ob das
wirklich effektiv ist und den richtigen Maßstab trifft. Die Menschenrechte sind eins der wichtigsten Mittel im Kampf gegen den Terror. Welche Rolle können hier die Medien spielen? Die Medien haben schon eine große Verantwortlichkeit diesbezüglich. Es ist natürlich wichtig, dass sie von Terrorattentaten berichten und sie würden bestimmt nicht darauf verzichten. Das ist, was passiert, das sind Nachrichten. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass sie nicht dazu helfen, die Täter zu Helden zu bringen. Das ist nicht zu ernennen irgendwie. Obwohl sie das gar nicht versuchen, ist es schon möglich und es ist schon vorgekommen. Wenn wir schauen, wie das nach den Attentaten in Paris war im Frühjahr und dann in Kopenhagen, man hat, indem man im Fernsehen gesehen hat, auf Webseiten von Nachrichtenagenturen und von Zeitungen, jede 2 Minuten ein Update, was ist gerade passiert, wer war das? Das klingt alles nach einem Krimi, das wird alles total spannend. Und dadurch kann man vergessen, der Zuschauer kann dadurch vergessen, dass das wirklich, das sind Kriminellen. Also das ist kein Held, das ist nicht was Tolles, das ist nicht ein echter Mann, der das macht. Und die Medien hat schon eine Verantwortlichkeit, das alles zu zeigen. Dass das einfach Verbrecher sind, sie machen was Falsches, es ist nicht besonders, es ist nicht was Tolles, sogar wenn das sensationell ist an dem Tag, weil es eine große Nachricht ist. Also das wären zum einen. Zum Zweiten ist es sehr wichtig, dass die Medien in der EU versucht, die Muslimen nicht zu einer Masse zu machen, nicht in einen Topf zu werfen. Das wäre sehr irritierend, glaube ich, wenn die Katholiken dann hören würden, ja, sie wären Christen, so wie die Protestanten und die siebten Tag Adventisten. Sie sind natürlich alle Christen, aber das wäre absolut unhilfreich. Aber wir hören immer wieder über den Islam und die Muslimen und so kann das nicht sein, das ist auch eine Verantwortlichkeit. Aber letztlich würde ich sagen, die Medien können eine sehr positive Rolle spielen, sehr konstruktiv, indem sie auch von Erfolgsgeschichten beispielsweise sprechen. Es gibt viele Erfolgsgeschichten von gelungenen Integration in der EU. Die meisten Migranten, ihre Kinder und Kindeskinder, sie gehen zur Schule, die finden Arbeit, sie gründen Familien, sie werden nicht zu Terroristen. Und das muss auch gezeigt werden. Und auch beispielsweise kann man dann Artikel schreiben darüber, Interviews machen mit Rückkehrern aus Kriegsgebieten. Also die Jugendlichen, die meistens Männer, aber auch Frauen, die in Kriegsgebiete jetzt fahren, weil sie denken, sie finden den Heldentod oder werden sogar ohne zu sterben Helden und dann zurückkommen. Und dann die wahre Geschichte jenseits der Träumen und Märchen erzählen können, das könnte auch sehr helfen, um eine gelungene Integration und gelungene Projekte der EU und der Europäer weiterzuführen. Jeder hat seinen Verurteiler und das wissen wir auch hier in der Grundrechteagentur. Aber wir leben jetzt in tollen, offenen Gesellschaften und das soll weiterhin gehen. Wir brauchen unsere Sicherheit, das ist uns allen wichtig und mir und meinen Kollegen in der Grundrechteagentur genauso wie Ihnen und Ihren Zuschauern. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht erlauben, dass unsere Grundrechte und Freiheiten aufgegeben werden in der Suche nach der hundertprozentigen Sicherheit, die es ohnehin nicht gibt. Und wir sollten uns daran erinnern, dass das ist, was Terroristen haben möchten. Sie möchten Angst einflößen. Und da sollten wir nicht nachgeben, sondern dazu bestehen, dass wir in offenen, toleranten Gesellschaften leben möchten.